Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich ein wundervolles Unboxing von der Dread Raider Box aus Dezember. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Dread Raider Box bekomme ich in der Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt, um sie vorzustellen. Deswegen vielen, vielen Dank an dieser Stelle an das liebe Dread Raider Boxen Team. Und es gibt in diesem Video auch etwas zu gewinnen, und zwar verlose ich ein selbst zusammengestelltes Beauty-Paket. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau gerne einfach mal vorbei. Die Dread Raider Box ist eine total verrückte Box, die ab 29,95 monatlich kostet. Das ist eine Abo-Box. Ich habe einen Code, Claudi15, damit kannst du 15% sparen. Habe ich aber alles nochmal in die Infobox gepackt, weil man hat hier immer relativ viele Produkte drin aus den Berufen, aus den verschiedenen Bereichen. Food, Beauty, Wellness, Lifestyle, Food, Rampampam, richtig geil. Also da bin ich super gespannt, was wir jetzt im Dezember hier drin haben werden. Wir werden ja auch immer gespoilert am Ende des Monats oder immer, wenn, also am Ende des Heftchens. Mensch, was dann im nächsten Monat drin ist, habe ich aber tatsächlich schon wieder vergessen. Und deswegen gucken wir da gleich mal zusammen rein. Die Box, die ich euch jetzt hier vorstelle, könnt ihr bis zum 15. Dezember bestellen und bekommt dann auch wirklich die Dezember-Box. Wenn ihr danach bestellt, bekommt ihr die Januar-Box. Also da könnt ihr selber entscheiden, welche Box ihr dann quasi, wenn ihr das erste Mal bestellen solltet, als erste Box haben möchtet. Ich habe mich immer dafür entschieden, dass ich sie euch gerne wirklich Anfang des Monats vorstellen möchte, damit ihr seht, was quasi dann in dem Monat drin ist. Finde ich immer ganz cool. Und ich mache hier mal einfach den Deckel auf. Den Karton kann ich super als Versandkarton weiterverwenden. Und ja, da steht Celebration drauf. Ich kann das nicht einfach so hochhalten, weil das einfach riesig und schwer ist. Also nicht hochgehalten öffnen, ne? Und so sieht dann der erste Blick in die Box aus. Und da bin ich jetzt mal ganz gespannt drauf, was wir hier drin haben werden. Zuallererst gucken wir uns aber das Heftchen an, wo drin steht, was drin ist. Und hier ist auch dann quasi die Lady mit dem Motto unterwegs. Ach, guck mal, nachhaltige Überraschung im Doppelpack. Wir schenken dir 5 Euro für dich und deinen Lieblingsmenschen. Gut, ich habe ja einen Code, Claudi15, da kannst du auch ganz gut mitsparen. Und ja, das ist cool. Das Fest der Feste. Wir gucken, was die Boxenpacker sich beim Boxenpacken gedacht haben, ne? Deine Celebration Box. Kaum eine Zeit im Jahr vermag es, die Menschen so zu beglücken und zu prägen und zu verbinden wie die Weihnachtszeit. Freunde und Familie kommen zusammen, gestalten bewusst die Stunden und Tage mit Spielen, Singen und schönen Gesprächen und geben sich dem wundervollen Zauber mit Leib und Seele hin. Diese für viele schönste Zeit wollen wir für dich mit einem zugleich festlichen und besinnlichen Höhepunkt krönen. Deine Celebration Box hält für dich festliche, weihnachtliche und natürlich nachhaltige Überraschungen bereit. Genau, denn die Box ist auch sehr, sehr nachhaltig gestaltet. Freue dich auf stylische Fashion-Items für deinen glänzenden Auftritt, eine weihnachtliche Aromenvielfalt und kleine praktische Helfer, die dich den Festtagsstress vergessen lassen. I wish. Wir wünschen dir und deinen Liebsten eine wundervolle Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Dann hat die liebe Lara vom Dread Raider Team hier ein kleines Zitat mit abdrucken lassen von sich. Zur Festtagszeit freue ich mich besonders auf die perfekte Mischung aus dem positiven Vorweihnachtsstress und den besinnlichen Tagen mit den Liebsten. Die Welt wird ruhiger und erstrahlt in vielen kleinen Lichtern, als würden die Sterne auf der Erde funkeln. Oh, das ist echt süß. Ja, definitiv freue ich mich. Dann haben wir hier die Produkte einmal abgebildet. Dann sind hier noch weitere Informationen in dem Heftchen. Nachhaltig leuchten, also quasi wie man quasi das Weihnachtsfest auch etwas nachhaltiger gestalten kann und nicht nur Strom durchballert. Also wir sind ein totaler Fan von Kamin und Kerzen. Nachhaltiges Weihnachten, genau, das ist hier alles nochmal so aufgeführt. Baumschmuck selber machen, so ein paar Basteltipps. Das Trend-Team hat hier die schönsten Weihnachtstraditionen einmal zusammengeführt von denen selber. Finde ich auch super persönlich. Ein Basteltipp hast du hier noch mit dabei für eine Tischdeko. Dann hast du auch noch eine Rezeptidee mit dabei. Und hier haben wir dann auch nochmal den Spoiler für Januar. Ich lese euch das vor, Timestamps und so weiter, ne? Ihr wisst Bescheid. Ja, mit voller Energie ins neue Jahr. Das wollen wir dir für den Januar mitgeben. Was könnte da besser sein, als das Beste der Natur in einer Box zu vereinen? Deine Natural Power Box steckt voller natürlicher Energielieferanten und Kraftpakete, die dich motiviert in das neue Jahr starten lassen. Freue dich auf die stärkende Köstlichkeiten. Nein. Freue dich auf stärkende Köstlichkeiten, kraftvolle Alltagshelfer und natürliche Wellness-Highlights, die deine Energie von außen und
von innen ankurbeln. Im 12-Monats-Abo erwarten dich dieses Mal gleich zwei vor Kraft strotzende Goodies für deinen perfekten Start in den Januar. Okay, da ist dann wirklich mehr so dieses Regeneration-Thema angesagt. Aber ich würde sagen, wir lassen uns jetzt einfach nochmal ein bisschen krachen und schauen, wie weihnachtlich, deftig vielleicht diese Box gepackt ist. Opulent, man weiß es nicht. Ich bin sehr gespannt über den Inhalt und greife einfach mal rein, nehme das erste raus und ja, opulent trifft es. For you. StudioJux.com sagt mir so nichts. Ja, das ist ein Armband. Und das hat hinten ein, ist das ein Smiley? Also dieses U, was da in diesem Kringel drin ist, sieht aus wie ein Smiley, oder? Finde ich total niedlich, weil da diese Unterbrechungen sind, als wären das Augen. Das finde ich süß. Ist ein schönes Weihnachtsgeschenk. Und ich weiß nicht, das sind wahrscheinlich irgendwelche speziellen Glassteine oder sowas. Irgendwas mit Nepal steht hier hinten drauf. Ich gucke aber mal lieber im Heftchen nach, weil da ist es dann auf Deutsch beschrieben und dann hört man die Übersetzung natürlich erst rein. Ja. Das finde ich cool. Armband mit Edelstein. Dein Festtagsteil ist dir mit dieser kleinen Augenweide sicher. Mach dich bereit für einen glänzenden Auftritt mit dem wundervollen Armband von StudioJux. Die schmückenden Hingucker produziert das Fashion-Label Fair und Nachhaltig in Nepal, wo es sich für das Empowerment, ja, Empowerment, so heißt das, der Frauen einsetzt. Gefertigt aus recyceltem Messingperlen, okay, und den verschiedenfarbigen Steinen ist dieses Schmuckstück darüber hinaus auch noch super nachhaltig. Die nächste Feier kann kommen und mit dem Code TrendRaiderJux2021 bekommst du 15% auf alle Produkte im Shop. Das ist auch ganz nett, ne? Also definitiv finde ich ziemlich cool. Schöne Geschichte und ein schönes Weihnachtsgeschenk so, ne? Für die Abonnenten, dass man hier auch so Schmuck mit dabei hat. Das mag ich. Das finde ich hübsch. Auch wenn ich nicht so die Armbandträgerin bin, ne? Aber ich finde das sehr, sehr hübsch. Das hat sowas von Bernstein auch mit dabei. Dann habe ich hier ein Beauty-Produkt drin, was ich hart feiere. Von Mudmask geht das Hair Treatment Sculpt, nein, die Hair Mask Sculpt Treatment and Miracle Shampoo. 75 ml sind hier drin. Das habe ich letztens erst noch, ich glaube sogar leer gemacht. 24 Euro kostet das nämlich. Das weiß ich tatsächlich noch, weil ich den Preis rausgesucht hatte. Das ist so geil für die Kopfhaut. Verwende ich das super gerne. Und ja, das ist halt so ein leicht sandiges Gefühl auf der Kopfhaut, aber sehr, 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 sehr effektiv und finde ich richtig geil. Sowas würde ich dann tatsächlich in meine Pflegeroutine für dienstags und freitags integrieren, weil da habe ich immer eine etwas ausgefallenere Pflegeroutine. Ich kann euch mal meine Haarroutine hier oben verlinken. Da verwende ich nämlich dann auch so reinigende Shampoos oder Kopfhautpeelings und so und da ist das echt astrein, finde ich total klasse. Und ja, tatsächlich, ne? Ist sehr gut für die Kopfhaut, gerade wenn man so wie ich, ab und an habe ich das öfters mal, ab und an öfters läuft. Geile Formulierung, Claudinchen. Dass man hier einfach so trockene Stellen hat. Die hatte ich jetzt tatsächlich dadurch vermehrt, dass ich die Weihnachtsmütze halt fast den halben Tag gefühlt getragen habe. Und ja, meine Kopfhaut nicht wirklich atmen konnte, ne? Ja, genau. So im Hochsommer vor allem. Ich bin ja auch schon im August, September angefangen mit den Adventskalender-Unboxings. Da war eine Temperatur auf meinem Kopf, Leute. Ihr macht euch keine Vorstellung. Dann habe ich hier für deine Weihnachtsbäckerei etwas. Das dürfte dann Food sein. Nein, wie geil. Ein Keksausstecher aus Edelstahl und drei weihnachtliche Rezeptkarten von Formina X Trend Raider. Da wurde in einer Kooperation etwas zusammen extra für diese Box entwickelt. Das finde ich ja schön. Es gibt auch einen Trend Raider Shop, da kann man Produkte auch nachshoppen, wenn man möchte. Oh, ist das süß. Und dann kann man halt so Sternchenkekse backen. Dann kann man da entweder Menschenkekse draus backen oder man kann da Hundekekse draus backen. Nüsse mi. Oder, kennt ihr das noch? Das macht, kann man jetzt ja super auch machen, so mit den Kindern zusammen, so Salzteig oder sowas. Und dann kann man quasi Salzteig machen und dann hier Baumschmuck draus basteln. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Haben wir in der Grundschule damals sau häufig gemacht und meine Mama ist ja Grundschullehrerin. Das heißt, dementsprechend haben wir das später dann auch noch weiter gemacht, aber irgendwann waren wir zu cool dafür. Mega geil. Passt auf jeden Fall zu dem Flair der Box. Und hier haben wir ein Rezept für vegane Lebkuchenplätzchen drin. Dann vegane Haferkekse und für vegane Zimtsterne. Ach, guck mal, die sind sogar abgebildet hier drauf.
sehr cool. Ne? Also wenn man Bock hat, dann kann man da was draus nachbacken. Und ja, denkt auf jeden Fall an den Salzteig. Rezepte dafür gibt es zuhauf im Internet wahrscheinlich. Ja, ich kann mich da echt noch hart dran erinnern. Damals bei uns in der Grundschule hatten wir dann im Keller extra so einen Werkelraum. Und dann waren da auch riesengroße Öfen, wo man sowas dann auch ausbacken konnte und so. Ich hatte eine richtig geile Grundschulzeit. Das war wirklich echt astrein. Okay, kommen wir wieder in die aktuelle Zeit zurück. Also quasi in das Hier und Jetzt in 2021. Hier haben wir einen umweltfreundlichen Reinigungs- und Polierstein, gift- und säurefrei. Universalstein? Was? Keine Gefahr für Kinder, biologisch abbaubar, sparsam im Gebrauch. Hä? Frischgewicht sind 300 Gramm, inklusive Schwamm. Also hat man hier das Produkt in dem Schwamm und dann kann man damit sauber machen? Das ist ja cool. Von Zielinski. Mhm. Nachhaltig, umweltfreundlich und 100% abbaubar. Gucken wir uns mal an. Ich habe noch nie so ein... Oh, was ist das denn? Hier ist echt so ein Stein. Ich weiß nicht, was macht man denn mit so einem Stein? Damit macht man sauber? Oder? Oder lässt man den drin und nimmt dann hier diesen Schwamm? Warte. Huch. Ist bestimmt auch irgendwo gleich in dem Heftchen beschrieben, wie das muss. Nicht, dass ich hier irgendeinen Blödsinn wieder verzapfe, ne? Das kriege ich gerade nicht raus. Ich habe super kurze Fingernägel. Au. Nein, ich hatte es doch fast. Was soll das denn hier? Okay, das ist halt so ein ganz klassischer Schwamm. Ich kann mir vorstellen, dass man den nass macht und dann da drüber reibt und dann damit sauber macht. Aber ich gucke mir das lieber im Heftchen an. Nicht, dass es vollkommen Käse ist, was ich hier erzähle. Da. Sollte es an den Festtagen etwas zu wild in deinen eigenen vier Wänden zugehen, haben wir schon einen Retter in der Not parat. Ganz gleich, ob du es nach dem Weihnachtsessen oder dem Plätzchenbacken mit verklebten Arbeitsflächen, dreckigem Geschirr oder beschmierten Fenstern zu tun hast, der Universalputzstein von Zielinski hilft dir bei jedem Malheur im Haushalt aus der Klemme. Ja, wir sind tatsächlich gerade so ein bisschen auch am Renovieren und jetzt, während ich rede hier, ne, hat mein Freund bei uns in der Küche das, was ich tapeziert habe, ist ja am Streichen dabei. Also kann man vielleicht auch da gut für verwenden. Der biologisch abbaubare Reiniger besteht aus natürlichen Inhaltsstoffen, ist unglaublich ergiebig und vor allem vielseitig einsetzbar. Als fettlösender Reiniger in der Küche, für Schmutz und Kalk im Badezimmer oder zum Polieren von empfindlichen Oberflächen. Stimmt, im Badezimmer so für die Fliesen. Ne? Geil. Einfach den wiederverwendbaren Schwamm anfeuchten, auf den Stein reiben und Reiniger aufnehmen. Geil, ich hab's richtig verstanden. Aufschäumen und auf die gewünschte Stelle auftragen. Nach dem Einsatz des Universalsteins steht der nächsten Festlichkeit nichts mehr im Weg. Das finde ich cool. Mensch, ne? Werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Kommt jetzt erstmal in seine Verpackung so zurück, weil das ist halt auch super von der Verpackung her, ne? Dann hast du den Stein und diesen Schwamm getrennt. Ich habe meinen Finger auf. Was unter meinen Fingernagel geschoben, das tut weh. Ja, genau, okay. Nee, finde ich geil. Also ab und an haben wir halt auch so Putzkram dabei von, was war das? Everdrop oder so? Hatten wir auch mal ein Waschmittel mit drin, das ist auch schon in Anwendung richtig geil, ne? So, hier habe ich was ganz Kleines. Ich habe gerade die Abbildung gesehen und dachte mir, Wunder, wie groß das ist. Doch etwas kleiner, ne? Von Küchenprofi haben wir nämlich so eine kleine süße Reibe hier drin. Da kommen ja fast schon Muttergefühle auf, ne? Aber da kannst du halt so Zitronenschale mit reiben. Hier kannst du so ein bisschen Knoblauch mit hobeln. Ne? So ganz klein und fein. Und sowas nimmt halt auch keinen Platz weg in der Küche. Das ist halt auch irgendwie echt cool, ne? Und dann hobelst du das quasi, also du kannst es halt hinstellen und dann kannst du das oben festhalten, dann hobelst du da vor dich hin oder Muskatnuss oder sowas, ne? Und dann kannst du das Vieh halt hochnehmen und hast da drunter dann das ganze gehobelte Kram. Ich finde das cool. Ich würde es auch gleich in der Küche direkt erstmal in die Spülmaschine. Soll man wahrscheinlich nicht. Ich packe alles, also außer Pfannen und Backfläche, weil es halt nicht reinpasst, kommt bei uns gefühlt alles in die Spülmaschine. Und ne, ich finde die süß. Doch. Ne? Wir haben uns zwar letztens auch so eine Handreibe gekauft, aber ich komme damit ehrlich gesagt nicht ganz so klar. Mein Freund nimmt die für Ingwerreiben. Aber ich finde die hier ganz süß, wenn man wirklich so kleine Geschichten hat, ne? Die man mal eben so reiben möchte. Ich finde die gut. Fühlt sich auch gut an. Nüssemi. Kostet 3,99 €. Süß. Echt süß. Dich reibe ich damit aber nicht, Maus. Du kriegst meine Hände. Du kriegst so Liebe. Ja. Gut. Dann habe ich hier noch ein bisschen Mamfe drin. Und zwar von Nukau Winter Spice. Das ist was für mich. Original. Ready to make a difference.
difference by one bar and we plant one tree. Also wenn du einen so einen Riegel kaufst, pflanzen die einen Baum, finde ich cool. Da hast du dann halt auch so einen Wintergeschmack drin, ne? Das finde ich immer ganz nice, mag ich. Das kommt bei mir auf jeden Fall an die, an den, Gott, Schminktisch sagen, nee, das ist hier, an den Schneidetisch. Und immer wenn ich dann da sitze, dann gönne ich mir halt solche Riegel. Nur beim Schneiden finde ich das ganz angenehm. Etwas super Kleines, was ist das? Vino Lack, Pinot Noir, Inhalt 8 ml, ein Nagellack. Geil, welche Farbe ist das denn? Erstmal guck mal. Das ist einfach eine Mini-Weinflasche und das ist ein Nagellack. Das kommt in meinen Fullface Beauty Boxen. Und den werde ich dann vorher mal austesten. Oh, das ist so ein ganz klassisches Rot. Beautiful. Ich feiere den, auch wenn ich 5 Milliarden rote Lacke habe. Aber der ist einfach von der Optik so schön. Geil. Da muss ich mal gucken, was die noch für andere Farben haben. Weil Rot, 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 ne? Das ist halt etwas, was man... Rot, wie oft kann sie Rot sagen? Sehr oft. 12,95 kostet der, ein festlicher Nagellack. Na guck, Peter zertifizierte Nagellacke, das finde ich auch sehr freundlich. Finde ich geil. Das finde ich echt geil. Hast du auch so noch nicht gesehen, ne? Eine Weinflasche als Nagellack. Noch ein bisschen Naschi habe ich hier drin. Was? Luigi's? Nein, Luis? Kleine Helden, Haselnuss, Schoko, Naschen erlaubt, wie süß. Glutenfrei, vegan, frei von Palmöl, 100% natürlich, mit der Süße aus Datteln, mag ich. Und Bio, haben wir so ein kleines Moped. Ja, das finde ich auch cool, ne? Kommt auch, wie gesagt, an meinen Schneidtisch. Und dann kann man sich auch einfach mal zwischendurch gönnen. Meistens ist es dann wirklich so, dann sitze ich da, während ich dann dieses Video hier schneide, ne? Und dann so, ja, stimmt, das hat sie in die Kamera gehalten. In der Nachschublade, Kram, Kram, ja, da ist das, nam, nam, nam. Voll gut. Ja, ja, nochmal so ein kleiner Reminder für mich. Jo, die hatten wir jetzt auch schon öfters mal in irgendwelchen Boxen und Adventskalendern drin. Meine Herren, das ist, ne, krass, The Jelly Factory, Jelly Beans, hast du nicht gesehen, 36 unterschiedliche Geschmäcker, mega krasses Zeug. Ich finde die ganz witzig, aber puh, ne, ja, ja. Ja, muss ich die, ja, muss ich nicht unbedingt in der Box jetzt so drin haben, ne? Es ist okay, erinnert mich immer wieder so ein bisschen an Harry Potter und die Bertie Botts Bohnen, das war damals ja mega im Hype. Das hatten wir damals auf dem Schulhof dann auch immer. Keine künstlichen Geschmacksverstärker, 113 Gramm sind hier drin. Und ich weiß jetzt nicht, warum das in der Trend Raider Box drin ist. Ist das so nachhaltig? Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nämlich gar nicht gedacht, tatsächlich. Scheint aber so zu sein. Ja. Ne? Wird auf jeden Fall auch vernichtet. Dann habe ich hier ein Kärtchen drin. Das ist immer ziemlich wichtig. Denn wenn man die Trend Raider Box im Abo hat, steht hier hinten auch drauf, sollte man alle Grußkarten des Teams sammeln mit den Nummern 1 bis 10 und dann gewinnt man eine große Geschenkbox. Genau, ich habe jetzt hier die Nummer 5 und ich werde immer weiter sammeln und mal gucken, vielleicht habe ich irgendwann alle 10 zusammen. Das ist jetzt die liebe Jenny und ja. Wenn man dann das ganze Team hat, dann kann man das irgendwie einschicken oder ein Foto der Karten an support@trendraider.de schicken, genau. Und dann kriegt man eine Surprise-Box. Da bin ich auch mal gespannt drauf, was in sowas drin ist, ne? Dann hat die liebe Janka uns hier auch ein Kärtchen geschrieben. Wir bedanken uns herzlich für die Kooperation mit dir. Danke, gerne. Und wünschen dir viel Freude beim Unboxing. Liebe Grüße, Janka. Ja, gerne. Ne? Ist immer so süß, dass man ein Kärtchen kriegt. Trend Raider Handmade in Berlin. Genau, aus Berlin kommen die. Wie viele Firmen einfach aus Berlin kommen, ne? Ey, das war jetzt Safe Sammy. Leute, ich war das nicht. Kleiner Mann, wenn das hier gleich stinkt, ne? Gut, wir haben jetzt heute mal kein offenes Feuer hier, aber es ist gefährlich. Ist so geil, das nehme ich und putze erstmal rum. Okay, finde ich einfach, ja, bemerkenswert, wie viele Firmen, mit denen ich auch so zusammenarbeite, aus Berlin kommen. Und ich habe ja auch tatsächlich Familie in Berlin, ne? Wenn diese dämliche Pandemie nicht wäre, dann wäre ich schon längst nach Berlin gefahren und hätte die alle mal wirklich besucht, ne? Das würde ich echt gerne mal machen, aber kommt Zeit, kommt Rat, irgendwann mal. So, okay. Wir haben jetzt Scrunchie hier drin. Ja, meine... Wie soll ich das sagen? Mein Verhältnis zu Scrunchies ist halt dadurch ein bisschen gestört, weil ich einfach immer sehr viele Adventskalender öffne und letztes Jahr war so ein ganz verrücktes Jahr, wo irgendwie jeder gefühlt ein Scrunchie drin hatte und seitdem mag ich die nicht mehr. Eigentlich sind das ganz coole Dinger, ne? Die kann man sich gönnen,
aber die sind immer mal wieder irgendwo in Boxen drin. Von Given Berlin, also auch aus Berlin. Next Level Fashion, designed in Berlin, made in Europe. Und das ist so aus Leinen, ne? Ist eigentlich auch wunderschön, aus so einem cremefarbenen Leinen. Und kann ich mir auch gut vorstellen, dass wenn ich einen Bommel oben habe, dass ich das einmal drum mache, sieht dann ganz niedlich aus. Wobei, das sieht jetzt sehr mädchenhaft aus, weil das so groß ist, ne? Ja, muss man mal gucken. Aber wie gesagt, ich habe da ein sehr gestörtes Verhältnis zu. Da kann das Scrunchie nichts für, da kann die Firma nichts für. Das ist einfach wie das, ne? So, dann habe ich hier noch so ein bisschen, sowas finde ich ja auch geil, ne? So ein bisschen Brain Food von Seeberger, Genussmix, süß und salzig, Schoko-Cranberry-Mix. Oh, geile Sache. Zartbitter-Cranberries. Boah. Aus der hauseigenen Manufaktur. 150 Gramm sind hier drin. Das feiere ich ja. Ich mag eigentlich nicht so gerne Früchte mit Schokolade. Aber, und jetzt kommt's, wenn das getrocknete Früchte, wie zum Beispiel hier die Cranberries sind oder zum Beispiel Rosinen, die mit Schoko überzogen sind, mag ich das. Mega verrückt, aber ich glaube, das liegt daran, weil ich nicht mag, wenn dann dieses Fruchtige aufplatzen würde, wie jetzt zum Beispiel bei einer Weintraube oder so, und dann in meinem Mund wäre und dann zusammen mit der Schokolade. Aber wenn es halt so was Festeres ist, dann mag ich das. Keine Ahnung, ne? Wie man halt groß geworden ist. Ja, das wird auf jeden Fall auch, also einiges. Ich habe tatsächlich aber auch eine relativ große Schüssel, ja, mittlerweile eine Etagere bei mir stehen, an meinem Schneidetisch, weil ich bin eine verfressene Nudel bin. Leute, es ist Weihnachtszeit, man darf. Man darf, man darf. Dann habe ich hier von Beeskin ein Bienenwachstuch drin. Das ist eine ganz tolle Geschichte gegen, also eine ganz gute Alternative zu Plastikfolie, zu Alufolie und so. Da kannst du angeschnittenes Obst, wie zum Beispiel eine Zucchini oder so, ne, dass du es so drum machst. Und wenn das halt an der Luft, also an der Raumtemperatur ist, dann ist es relativ flexibel. Und wenn das dann in die Kälte kommt, in den Kühlschrank, dann wird es halt härter, wie es halt bei Wachs sich verhält, ist klar. Ne? Und das ist eigentlich eine ganz gute Geschichte. Und ja, 25x25 ist das groß. Ja, finde ich praktisch. Wir benutzen tatsächlich hauptsächlich Pötte. Also, ja, ne, ich habe immer noch eine Freundin, die hat damals mal bei Tupperware oder Tupperware als Vertreterin gearbeitet und da hat man sich dann einfach bei uns im Freundeskreis ordentlich eindecken können, ne? Ist wie es ist. Und dementsprechend habe ich einiges an Pötten bei mir zu Hause, wo die Sachen reinkommen. Das heißt, ich verwende so oder so keine Alu- oder Frischhaltefolie, wenn ich so angeschnittene Geschichten habe oder, keine Ahnung, Brot. Oder wenn ich Aufschnitt offen habe oder so, kommt das eh sofort in so einen Tupperpot, ne? Naja, aber das ist eine gute Alternative. Dann haben wir hier so eine Let's Start a New Tradition. 15% Rabatt auf deine Bestellung bei Nucao. Jo, das ist doch auch mal ganz nett. Nutrendbox 15 gibt dir 15% Rabatt bei thenucompany.com. Jo. Hatten wir eben schon den Riegel von. Das ist ja auch mal ganz nice. Wenn man dann den Riegel ganz geil fand und was nachkaufen möchte, dann ist es auch geil. Hammer, ich liebe Engel. Und das ist ein Engelduft von Tauasis. Ach, schön. Den kannst du in so einen Meltwarmer machen oder aufs Kopfkissen träufeln oder in die Wäsche mit reinmachen oder. Und das ist so ein richtig... Oh, ich liebe Engel. Das ist so toll. Das ist ein tolles Herzensprodukt. Das wird auch verwendet werden. Natürlich eine Kindersicherung, die muss man irgendwie mal aufkriegen. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Riecht zitrisch, aber gleichzeitig so ein leichter Baumwollduft mit dabei. Mag ich gerne. Kann man bei Tauasis kaufen. Ne? Ist ja Baldini, kannst du da dir gönnen. Mit Grapefruit, Tonka und Limette. Jo, genau. Oder du gibst es dir als Massageöl auf. Das ist natürlich auch ganz cool, ne? Vermischst du dann so ein bisschen mit dem Öl, was du so hast. Machst da ein paar Tropfen rein und dann Aromamassage. Und jetzt habe ich hier das letzte Produkt aus der Box, was hier noch so eingepackt ist. Dann ist es wahrscheinlich aus Glas oder so. Da wo drin ist. Manchmal haben wir da auch zwei, drei Produkte drin. Ja. Wow. Es ist aber trotzdem sehr, 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 sehr robust. Also ich bin ein Tollpatsch. Man hat es, glaube ich, gerade gemerkt. Sorry, ich habe die Kamera getroffen. Jetzt auch ein Pitcher. Aber das Glas ist heil geblieben. Wow. Das ist eine Sauce à la Bernays in Bio mit Kräutern und Cashewkern, auf Cashewkernbasis mit 170 Millilitern. Die kannst du dir auch so über Fleisch und sowas drüber machen, ne? Das wird auf jeden Fall probiert. Das finde ich cool. Vegane Sauce à la Bernays. Von Saint-Jean. Komm, das kann ich mal kurz... Oh, das ist nämlich eh aufgegangen. Einmal kurz probieren. Oh.
Kann man auch so essen, ne? Chips reindippen oder so. Oh, ist die lecker. Ja, immer so durchlecken, ne? Das ist schon ziemlich lecker. Doch, da habe ich Bock drauf. Cool. Also eine coole Box, ne? Ja, gut, es war ein Scrunchy drin. Aber ich kann damit leben. Aber ansonsten coole Produkte, die jetzt uns auch so ein bisschen auf der Festtagsgeschichte begleiten können. Ein bisschen Beauty, ein bisschen Schmuck, ziemlich viel Food, aber das feiere ich sowieso hart. Ich mag die Produkte. Liebevoll ausgewählt, definitiv, ne? Also voll geil. Falls ihr Interesse habt, wie gesagt, schaut in der Infobox vorbei, da habe ich euch alles reingeschrieben. Vielen, vielen Dank an das liebe Trend Raider Boxenteam für die Zusendung der Box. Vielen Dank für die geile Kooperation, dass ich die Möglichkeit habe, das überhaupt hier auszupacken. Vielen Dank an euch, dass ihr überhaupt da seid, diese Videos guckt, mich supportet. Denn ohne euch wäre das nicht möglich, dass solche Kooperationen überhaupt zustande kommen. Also, ihr seid einfach geil, Leute. Ja, so, jetzt habe ich irgendwie Bock, irgendwas mit dieser Soße zu essen, aber... Ich muss mal gucken, was ich finde, was ich da rein dippen kann, weil eigentlich war für heute Abend Porridge angedacht. Schwierig das Ganze, ne? Ihr Lieben, das war's jetzt hier von mir und dem Unboxing der Trend Raider Box aus dem Monat Dezember. Wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne immer kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!